Hallo, hier ist wieder Tamek H und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Prison Architect. Ja, letzte Folge hatten wir ja noch unseren Zellenblock da mal endlich fertig gebaut und den sogar schon angebaut. Also angefangen zu bauen, angebaut, das klingt komisch. Ja, was hatten wir noch gemacht? Wir hatten in unserem Büro das Parkett verlegt. Ach, machen wir übrigens mal weiter. Und wir hatten in der Dusche einen Stahl-Eisenboden verlegt. Ach, die To-Do-Liste schon wieder hier drüber. Ein Metallboden eben. Steht nicht dran, welches Metall, also ja, irgendeins halt. So, jetzt rennen die Typen hier mit den Bäumen rum. Was machen die mit den Bäumen? Ins Lager bringen. Oder verkaufen. Geht ihr die verkaufen? Echt jetzt? Cool. Also wird ab jetzt der Überschuss verkauft. Oder was heißt ab jetzt? Es wird verkauft. Einfach so. Ja, was wollten wir machen? Wir wollten eigentlich, ich hatte eigentlich überlegt, das Mining anzureißen, allerdings. Ja, wohin damit? Die Ecke hier wollte ich mir eigentlich freihalten. Ob ich hier noch einen Gefängnisblock dran baue, weiß ich nicht. Einen größeren Hof haben wir festgestellt, brauchen wir ja nicht. Der funktioniert ja, also. Ja, doch. Kann man so hinnehmen. Ah ja, was vorab zu sagen ist, heute nehme ich nur zwei Folgen auf. Weil bei mir ist gerade, also jetzt ist Samstag bei mir. Ihr seht die Folge demzufolge Sonntag, also morgen. Also von meinem heute Morgen. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Und auf jeden Fall, ja, samstags haben eben mal ein paar Leute Zeit und man nimmt sich halt auch mal Zeit für seine Freunde. Und das habe ich diesen Samstag mal vor, deswegen kann ich jetzt nicht ganz so viel aufnehmen. Muss ja auch noch bearbeiten, das dauert ja bei mir ein bisschen länger. Und ansonsten, ja, machen wir weiter, also, wie schon erwähnt. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Wir müssen noch forschen. Wo haben wir denn die Forschungen? Ach ja, die waren hier oben. Ja, wieder mal ein paar Tage nicht gespielt und schon ist vorbei. Forschen müssen wir. Expansion. Warum? Wir haben fast keinen Platz mehr. Und dann müssen wir überlegen, wo wir hinbauen. Ich könnte das Gefängnis jetzt über die Straße bauen, allerdings macht es das für uns noch schwieriger. Ich könnte aber auch das Gefängnis hier rüber zu weiterbauen. Und nach hier unten haben wir keine Gänge und nichts. Wir können nach oben vielleicht. Nach oben könnten wir den ganzen Trakt hier spiegeln. Und das Ganze schon mal. Nein. Eigentlich nicht. Möchte ich nicht. Ich hatte erst überlegt, dass wir den ganzen Trakt hier nach oben spiegeln und dann hier oben die mittlere Security-Stufe reinmachen. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt das Stück Gelände zukaufen, reicht das niemals, um das Teil zu spiegeln. Da müssten wir bestimmt zwei, drei oder vier solche Stücken kaufen. Und die sind scheußlich teuer. Ah, das ist echt schwierig. Wir könnten auch nach hier hinten erweitern und immer schön anbauen und natürlich dann die Bereiche hier trennen. Also hier bleibt dann die Low Security, hier die Mittel und hier ist die High Pro. Ach, ja, so weit kann ich noch gar nicht rauszoomen. Ich weiß noch nicht. Oder ich mache vielleicht sogar hier dran die Middle Security. Und die hoch mache ich ganz unabhängig davon auf die andere Seite von der Straße. Und die Straße selbst ist ja abgesperrt durch dieses. Entschuldigung. Ja, ist da irgendwas in der Nase oder im Hals? Ich weiß nicht. Ich hoffe, das hält sich nicht so lange. Aber man hört es kaum, oder? Also ich fühle mich auch nicht schlecht oder so. Es klingt halt nur ein bisschen komisch. Was machst du hier? Gucken. Wo ist der Typ da? So, im Gefängnistrakt bräuchten wir eventuell. Was machst du denn hier für eine komische Patrouille, mein Freund? Wir könnten noch jemanden auf der Patrouille gebrauchen. Okay. Da wird der jetzt noch eingeteilt hier. Also noch einer eingeteilt sozusagen. Jetzt patrouillieren ja zwei besser ist. Wo ist jetzt. Aha. Okay.
Du machst auch alles? Hast du deine Patrouilleneinteilung? Ach so, du bist stationiert. Okay. Dann mache ich hier die Stationierung weg. Und mach stattdessen hier eine Patrouille hin. So, genau. Setzen hier noch einen ein, damit einfach diese gesamte Zelle hier nochmal überwacht bleibt. Die brauchen wir ja noch nicht erweitern, weil, naja, ist ja noch in Ordnung. Gewinne machen wir auch mittlerweile ganz gut. Wir warten immer noch auf die Forschung. Ich denke, ich werde, die Forschung ist schon durch. Ich denke, ich werde nachher hinten erweitern. Wie viel kriegen wir denn dafür? Das ganze Stück? Für wie viel? Das ist ein bisschen teurer, ist nämlich ziemlich groß. 9000 Quadratmeter. Für 45.000 Latten. Ach du Kacke. Hier genauso? Ja. Und ja, es ist. Wie viel wird denn das sein? Hier bis hier. Also. Ungefähr eine halbe Karte ist das nochmal. Das heißt, wir würden allein 90.000 dafür bezahlen, dass wir das hier spiegeln können. Nach da oben hin. Natürlich ohne Übergangszelle. Nee, das funktioniert nicht. Außerdem haben wir viel zu wenig Geld. Wir können ja hier erstmal die Zellen fertig bauen. Und dann immer noch überlegen, was wir machen. An der Forschung können wir natürlich mal weitermachen. Weil, wichtig, wir brauchen es ja trotzdem. Irgendwann mal. Schmuggel. Du trainierst deine Wachen, damit deine Schmuggelware besser auffällt. Schaltet den angebotenen Nachfragebericht frei und eine Übersicht über Räume, in denen Ware gestohlen werden kann. Zudem werden die Routen der konfiszierten Gegenstände angezeigt. Machen wir. Wachhunde können wir auch bald brauchen. Rüstkammer, oh ja. Schaltet Rüstkammer frei und erlaubt dir, bewaffnete Wachen in deinem Gefängnis einzustellen. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Die sind zwar scheußlich teuer, aber sollen wohl ordentlich Bum Bum mit den Leuten machen, wenn sie Stress machen. Und wir klonen mal die ersten paar Zellen schon wieder. Warum? Weil wir es können. Ganz einfach. Nein, natürlich, weil wir sie brauchen. Das war zu viel. Nein, das möchte ich so nicht. Also klonen könnt ihr übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, mit rechts, also rechte Maustaste gedrückt halten, dann zieht ihr die Blaupause ab. Dann müsst ihr euch natürlich merken, wie die aussieht. Wenn ihr die jetzt hier kopieren wollt und setzt die so an, also wenn ihr jetzt die Mauern mit einbegriffen habt, dann setzt ihr die natürlich auf die Mauer. Genauso wie die Mauern liegen. So. So. Wenn ihr die nicht mitkopiert habt, dann setzt ihr sie natürlich neben die Mauer. So. Hätten wir schon mal noch ein paar neue Zellen. Für nicht mal so teuer, dann natürlich wieder rechte Maustaste, Zelle abziehen. Und das gleiche hier nochmal. So, und zack. Sehr schön. Gute Arbeit. Funktioniert. So, jetzt geht das nämlich hier wieder los. Wir finden wieder Spitzhacken, Löffel. Was finden wir denn noch so? Ja, ziemlich viel Scheiß, was wir eigentlich nicht brauchen, ne? Ich weiß eben nicht, ob ich den Trakt hier schon einsetzen sollte auf nächste Security-Stufe. Das wäre mir allerdings jetzt noch ein bisschen zu gefährlich. Also da würde ich natürlich auf eure Entscheidung warten. Da hat es natürlich auch einen Vorteil, dass ich diesmal nur zwei Folgen mache und keine vier. Ja. So, Baumfarm läuft, Wäscherei läuft, Putzkammer läuft. Solitary können wir noch ausbauen. Erstmal kommt der Zellenblock natürlich jetzt. Und die Küche müssen wir noch ausbauen. Oh Mann, die Küche wird echt schwierig. Wobei, wir haben ja jetzt den Strom umgeklemmt. Okay, das dürfte passen. Schauen wir mal, ob wir in der Küche noch ein bisschen was hinbekommen. Vielleicht. Sollte ich. Also ich habe mir jetzt überlegt, also so ganz spontan, ob ich vielleicht hier einfach noch eine Tür reinsetzen sollte. Und sage, dieser Trakt hier ist nur für die mittleren Priorisierten sozusagen. Damit die halt auf diesem Punkt hier an fest
damit die auf diesem Fleck fest angelegt sind. Das wäre natürlich nochmal eine Abtrennung. Und damit die sich nicht so gut rausgraben können, mache ich da noch einen Midsec-Sektor hin, oder? Ich würde sagen, ja. Ja, ich mache hier Midsec hin. Moment, nein. Das ist echt doof. Mache ich nicht. Aber ich kann den woanders hin. Nein, kann ich auch nicht. Wobei. Doch. Ich kann. Und zwar mache ich das einfach zwischen rein. Genau in die Mitte. Hier noch eine Tür. Und hier noch eine Tür. Dann mache ich diese 20 Zellen hier auf mittlere Security-Stufe erstmal. So, du bitte auf. Türmodus offen. Türmodus offen. So, und jetzt kann ich den Bereich ja festlegen. Logistik. Machen wir das zu. Nein, nicht Logistik. Stationierung. Normale Sicherung. Kommt jetzt hier rein. Genau. Perfekt. Jetzt werden die nämlich alle umgelegt hier, also umverlegt in andere Zellen. Und dann hätte ich das auch geteilt. Sehr schön. Ist für mich natürlich übersichtlicher, ist für euch übersichtlicher. Das ist viel besser so. Patrouillen, die geht immer noch hier durch. Das ist echt gut. So, hätten wir. Sehr schön. So eine kleine Lösung eben. Und da können wir doch gleich mal für diesen Zellenblock hier eine extra Razzia machen. Das ist sehr viel besser als vorher. Cool. Ja, Jungs. Sehr schön. Also, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Also, mein Tipp an euch: umso höher die Security-Stufe ist, umso inneren ins Gefängnis rein, wegen Ausbruchsgefahr, Tunnel und sowas. Allerdings, wie ich bereits erwähnte, die Sicherheitsstufe Mittel ist schon zu heftig. Die hauen mir da ständig irgendwie ein Loch in die Tür. So, ich sollte mal Bedürfnisse gucken beim Duschen. Sieht super aus, also. Meine, wenn die nicht alle duschen gehen, dann kann ich ja nichts dafür. Es sind mehr als genug Duschen da. Ja, das ist reicht locker. Ist kein Problem, dann geht's. Was geht hoch? Training, das kommt ja schon jetzt. Können sie jetzt machen, wenn sie wollen. Oder? Ja, ist Freizeit, die können trainieren, wenn sie wollen. Müssen sich eben entscheiden, ne? So. Dann geht's essen. Na, erstmal arbeiten. Oder? Ja, dann kommt Arbeit, 3 Stunden lang. Die Küche muss erweitert werden. So, nach dem Arbeiten geht's natürlich ans Essen. To-Do-Liste bitte einmal auf. Genau. Oh. Ich habe hier gerade einen komischen Frame-Einbruch, das gefällt mir so nicht. Ich habe hier gerade einen Frame-Einbruch. Das hatte ich noch nie bei Prison Architect. Irgendwas stimmt mit meiner externen Festplatte nicht. Oder? Doch. Ach, jetzt ist wieder da. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war. Aber es läuft wieder. So, jetzt wird gearbeitet, gearbeitet, geackert, geackert. Ich sehe, die Küche reicht definitiv nicht aus. Ich glaube, ich muss ja allgemein mal eine Razzia durchziehen. Das Essen reicht aber aus. Ja. Oh, Entschuldigung, Leute. Also irgendwas ist mit meinem Hals schon wieder. Aber gut, kann man nichts machen. Bing, bing. Ja, also die Kohle fließt jetzt recht gut sogar. Ja, schön. Und Essen hat auch funktioniert. So. Ist hier Big Smoke oder wie der heißt.
Also gut, Tische sind hier noch genügend frei. Die Küche ist auch hinterhergekommen. Mehr gibt's in der Küche erstmal nicht zu tun. Wir könnten, sind die Zellen denn fertig? Wir könnten schon wieder neue anlegen. Machen wir doch gleich mal. So, hier seht ihr auch noch, welche Blaupause immer noch drin ist. Natürlich die falsche. Wir nehmen die hier. Wir müssen ja oben weiterbauen. So. 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 Und. Zack. Ja, die Kohle reicht doch locker für die Zellen. Hab ich. Oh oh. Ah, das hatte ich alles schon gemacht. Infrastruktur, Grundstruktur, bla bla. Alles, was dazugehört. Sehr gut. Eine Schaufel gefunden. Oh, Schaufel ist nicht gut. Gibt sofort Durchsuchung. Für alle. Tja, dein Typ hat Blödsinn gebaut. Na? Ja, es dauert halt ein bisschen, ne? Dim, 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 dim. Ja, es geht aber schon recht schnell mittlerweile mit der Durchsuchung, also 312 Euro Gewinn ist auch nicht schlecht. Dim, 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 dim. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. So, was hätten wir denn? Wir haben ganz viele Plätze frei wegen Entlassungen. Ja, locker. Ah nein, nicht wegen Entlassungen, wegen Umbau und Vergrößerung natürlich. Erklärt sich ja von selbst. So, da kommt das Bett, dann ist die Zelle auch fertig. 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 Ohne das Res. Irgendwo ist aber eine Zelle kaputt, oder? Fehlt hier irgendwo eine? Ich war mir ziemlich sicher, dass ich immer ne, hä? Ich hatte doch immer 5 Stück, oder? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Auch hier 5 Stück immer. Jetzt frage ich mich, was ist mit der Zelle? Da fehlt eine Zelle. Hilfe, es fehlt eine Zelle. Habe ich wieder irgendwas vergessen zu definieren? Eine Zelle fehlt. Habe ich. Oder habe ich eine zu viel gebaut irgendwo? Hätte ich ja mindestens 3 zu viel bauen müssen, 4 zu viel. Was? Oder zählt diese auch als Zelle im Allgemeinen? Nein. Was? Ja, die Razzia ist durch. Also, ach, hier ein Tunnel drin. Okay. Ich wusste doch, dass irgendwo was fehlt. So. Ist ja kein Problem. Wird er wieder zugeschüttet. Pech gehabt, Jungs. Habt ihr euch selbst eingebrockt? Und der Gefängnisblock baut sich hier praktisch von alleine. Das geht ja rucki-zucki. Also, wir haben ja schon wieder jetzt hier 5 am Start. 1, 2, 3, 4, 5. Und da hätten wir wieder 5 Zellen stehen. Das ist ja Wahnsinn, wie die Kohle jetzt hier reinkommt. Also kommen ja sogar die Insassen viel zu langsam rein. In Einzelhaft. Plus minus 1 warten. Also hier, plus minus 1. Wissen nicht genau, wie viele. Können nur so ungefähr sagen. Ja, schade eigentlich. 8 Insassen kommen. Das ist sehr schön. Also, ihr seht, ohne BWL-Studium kann ich das besser. Entschuldigung, Leute. Der musste jetzt sein. Machen wir hier mal offen. Müssen wir nicht jedes Mal hier hin und her rennen. Ach, jetzt ist eh offen. Toll. Es ist ja eh offen. So.
Duschen waren alle. Ja, dass morgens erstmal die Leiste hier oben hochgeht, die Gefahrenleiste, ist klar, weil erstmal alles erfüllt werden muss nach und nach. Ist aber ja kein Problem. Kleidung ist noch ein kleines Problem. Können wir auch lösen mittlerweile. Wir haben ja nun doch genügend Energie und auch mal ein bisschen mehr Geld bewegt. Ja, schön. Jetzt steht der Korb im Weg und die Kleidung liegt im Weg. Ihr seid solche Affen. Jetzt rumpelt die Tür hier die ganze Zeit in meinem Ohr rum. Ah, jetzt war Geld alle. Okay, jetzt habe ich wieder eine Waschmaschine verlegt. Ach so, kann ich auch so. Kein Problem. Ja, die Tür, ich weiß. So, noch ein bisschen davon. Strom ist schon dran. Gib mir mehr Cash, Mann. Gib mir mehr Cash. Ja, jetzt muss ich sogar Bäume bezahlen. Ich glaube das ja nicht. Bing, bing, bing. Ja, arbeitet mal hier. Ich habe schon wieder einen Framerate-Einbruch. Wie kann das denn sein? Also ich frage mich die ganze Zeit, wie das geht und warum das so ist. Ich werde das jetzt gleich mal überprüfen. Irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. Ja. Was, 14 Frames? Jetzt geht's wieder hoch, wieder völlig normal. Als ob meine Festplatte noch irgendwas nebenbei macht. Jetzt sehe ich wieder nicht, was zu tun. Alles klar. Ach, Nahrung, ja. Könnte jetzt vielleicht mal jemand die Klamotten hier wegräumen. Und mir noch ein paar Körbe holen. Wir brauchen noch ein paar Wäschekörbe, so. Ihr bekommt noch ein Bügelbrett. Bekommt sogar noch eins. So. Also wenn die Körbe jetzt nicht ausreichen, weiß ich es auch nicht. Zack, zack. Könntet ihr das jetzt mal wegräumen, bitte? Wenn es sein muss, dann wirf's weg. Aber mach's weg. Ja, jetzt komm. Mal weg den Mist. Das hier können wir auch erstmal demontieren. Geht nicht. Aha, der Hausmeister macht also auch ein bisschen. Ah, schön. Was machen hier überhaupt irgendjemand? Wiu! Ja, Keule, das ist dein Problem. Meine Gefangenen wurden alle genährt. So, jetzt ist natürlich schon wieder guten Morgen. Wakey, wakey, rise and shine, bla bla bla. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr davon. Ach, herrje. Aber genau auf der Stromlinie ist kein Problem. Haben wir gesehen, alles kein Problem. Nochmal 8 Insassen. Ja, hier hat sich einer abgeschossen. Wie hat er das denn gemacht? Der ist doch gefesselt. er hat sich einfach abgeschossen, aber ja, gut. Das verstehe ich nicht. Es gab einen Toten. Idiot, darf ich den wegwerfen? Ja, das war jetzt Überdosis Drogen. Und hat sich damit abgeschossen. Damit war's das. Er hatte keinen Bock mehr. Ja. Mein Gefängnis ist eben streng. Und da kommt schon der Leichenwagen. Ich sag jetzt nicht, der passt hier nicht durch. Was ist denn hier los? Was? Yes? Ah, okay, der wartet wirklich, bis die Leiche da drauf liegt. Aber es gehört ja nicht zur Lieferung, das ist der Abfall. Oh Mann, das war ganz schön makaber jetzt, oder? Das ist eben Export. Macht's auch nicht besser. Schon okay, Leute.
Ich hab's gerade gemerkt, das macht's auch nicht besser, ob das jetzt Abfall oder Export ist. Ist ein bisschen makaber, ja. Naja, was soll's. Bisschen. Oh Mann, was ist nur los? So, Zellenblock D ist natürlich die Wahl, auf 200 Zellen zu kommen. Das schaffen wir hiermit auf jeden Fall irgendwie. Ja. Wir bekommen hier Geld durch Exporte, wir bekommen Geld durch Arbeiter. Also, wir können Geld sparen. Stellt euch mal vor, wir müssten das jetzt alles als Köcher einstellen. Eieiei, das wäre ja Hölle. So, die noch anschließen. Eine richtige Kochzeile hier. Kommen die überhaupt noch nachher mit, mit Geschirr waschen? Ich weiß nicht. Aber eigentlich müsste es zu schaffen sein. Ich weiß nicht. Ich putze jetzt die ganze Nacht hier durchgängig Geschirr. Das ist ja echt. Und dann steht hier unten schon der nächste. 22, ja, das geht. Komm, was hast du noch? Du hast noch 3, du hast noch einen 4er. Ja, komm, das passt schon. Schafft ihr das? Ja, der ist jetzt fertig mit denen. Jetzt kommt der nächste. Wäscht hier mal noch auf, bitte. Ihr könnt mal jemand die Tabletts abwaschen. Jungs. Jungs. Naja, anscheinend nicht, okay. Warum auch immer, die möchten diese Bleche nicht sauber machen. So, wir haben 115 Plätze, 140 Plätze, 115 sind da. Wakey, wakey, rise and shine, good morning everyone. Geht alle duschen. Wer nicht duschen geht, ist selbst schuld. Und da kommen auch schon die neuen. Können wir doch gleich mal, nachdem die neuen reingebracht wurden, eine Razzia starten, würde ich sagen. So, durch die Tür, durch die Tür, durch die Tür, durch die Tür. Sehr schön, sehr schön. Also das funktioniert. Alle bitte rein, alle bitte rein. Ich habe schon wieder Framerate einfach. Was ist denn hier los, Leute? Ja, der fährt einfach durch das geschlossene Tor. Hallo, jetzt sind wir wieder auf 20. Also meine Festplatte hat anscheinend irgendwie ein Problem. 17, das sind zu wenig. Ich drehe mal kurz. Hä? Ah, hier komme ich auch auf den. Warum sagt mir das eigentlich keiner? So, jetzt habe ich wieder volle Frames, also. Ich frage mich, was hier los ist. Hier geht das nicht, aber hier kann ich auf den Timetable. Das wusste ich noch gar nicht. Ich denke auch, dass ich die paar von der normalen Gefahrenstufe so lassen kann. 17 Insassen als nächstes schaffen wir locker. Zumal wir ja gleich noch hier. Ne? Wir vergrößern hier gleich. So, Razzia bitte. Und noch eine Patrouille müssen wir einteilen, eine neue. Und da meldet sich auch schon. Ach nein, das war nicht der Timer. Der hat noch 1 Minute. Ja gut, 1 Minute. Ist jetzt nicht wirklich viel. Da schauen wir uns nochmal kurz um. Schauen uns nochmal diese. Ah, ich weiß. Stationierung machen wir noch einmal. Ziehen wir hier noch eine Patrouille rein. Bis nach unten. Oh, ein Tunnel gefunden. Haben wir jetzt schon jemanden zugeordnet? Wenn nicht, noch 2 Wachen bitte. So. Dann stellen wir noch 2 Wachen ein. Können wir ja mal machen. Und ich würde sagen, die Durchsuchung mitsamt dem Autosave in der nächsten Folge. Ach, so schön. Ja, damit danke ich euch natürlich wie immer fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Über Bewertung freue ich mich natürlich auch. Positiv, negativ entscheidet ihr selbst. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge dann natürlich die Durchsuchung fertig. Noch ein paar Zellen bauen. Und schauen, was wir noch so schaffen.
Und in dem Sinne würde ich sagen, Tomika wünscht euch einen wunderschönen guten Morgen, schönen Tag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wenn ihr schaut. Ihr kennt das ja bereits. Und Tomika klingt sich aus. Ciao, bis später.